Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Marktupdate von IG. Die Anleger müssen sich in der heutigen Börsensitzung auf eine gehörige Zahlenflut einstellen. Vor allem Konzerne aus deutschem Lande werden ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Interessantes gibt es auch von der Konjunkturseite. Neben einigen makroökonomischen Daten steht die Zinsentscheidung der US-amerikanischen Notenbank Fed ganz oben auf der Agenda. Zurzeit mangelt es nicht an Krisenherden. Der schärfer werdende Ton zwischen Russland und dem Westen und die fortschreitende Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen lastet immer schwerer auf den Finanzmärkten, vor allem in Europa. Mit Argentinien steht nun ein weiterer Belastungsfaktor auf der internationalen Börsenbühne. Ein möglicher Zahlungsausfall des südamerikanischen Staates könnte für zusätzlichen Abgabedruck sorgen. Nach der gestrigen Erholung geht es heute auf dem Frankfurter Börsenparkett wieder gen Süden. Mit 9.638 Punkten liegt der DAX um 0,1% unter dem Vortageswert. Der Euro-US-Dollar ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. Aktuell wackelt die Marke bei 1,34. Enttäuscht zeigen sich die Investoren auch beim Goldpreis. Das Edelmetall notiert wieder unterhalb des Levels bei 1.300 US-Dollar je Feinunze. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handel mit IG.